Hallo meine Lieben, willkommen bei Hems Stream, das ist mein YouTube-Channel und in diesem Video habe ich für euch ein DM-Haul vorbereitet. Und zwar war ich bei DM und habe neue Produkte gekauft, die ich auch schon getestet habe. Deswegen kann ich auch berichten, wie die Produkte sind. So, ich fange mit dem Produkt von Balea an, das heißt 7 Tage Wellnesskur. Da drin sind 7 Ampullen drin, 3 Feuchtigkeitsampullen, 2 Anti-Stress-Ampullen und 2 frische Ampullen. Ja, ich habe schon 2 Stück verwendet, und zwar 2 frische Feuchtigkeitsampullen. Die sehen so aus Glas. Die muss man dann in der Mitte brechen und dann auf das Gesicht auftragen. Ich bin bis jetzt zufrieden. Ich sehe zwar jetzt nicht einen großen Unterschied, aber ich merke schon, dass meine Haut mit Feuchtigkeit versorgt ist. Meine Haut ist nicht mehr so trocken, aber das Ergebnis sieht man ja dann erst eigentlich nach 7 Tagen. Da muss man halt, da steht auch, wie man die anwenden muss, also am ersten und zweiten Tag Feuchtigkeitsampulle, dann dritte, vierte Anti-Stress-Ampulle und so weiter. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, das ist halt nicht wie eine Creme. Es ist auf jeden Fall, man merkt auf jeden Fall einen Unterschied, weil wenn du Creme auf die Haut aufträgst, ist es halt dann ganz normal eigentlich. Die Haut ist zwar dann auch mit Feuchtigkeit versorgt, aber hier ist halt schon was anderes. Jetzt geht's weiter, immer noch mit Gesichtspflege, und zwar habe ich natürlich mir auch wieder Masken gekauft. Ich habe tausende Masken zu Hause, aber trotzdem hole ich mir immer wieder. 2 habe ich, die ich gestern gekauft habe, schon auch verwendet. Und zwar war das eine Maske von Garnier. Das war so eine Thermomaske, weil meine Haut zurzeit so, unrein ist. Dann habe ich mir deswegen auch so reinigende Masken geholt. Die Thermomaske fand ich auch sehr gut, weil die Maske gibt noch so einen Wärmeeffekt ab und die trocknet das Gesicht auch nicht ab. Ja, dann habe ich von Balea noch so eine reinigende Maske geholt, Milch und Honig und Erdbeermaske. Ja, dann geht es weiter mit einem Enzympeeling. Ich hatte das schon davor mal verwendet, aber es war damals eine andere Verpackung. Das war so, glaube ich, braun und jetzt ist es so lila. Ich habe das, wie gesagt, nachgekauft, weil ich mit der Maske sehr zufrieden bin. Da steht ja Enzympeeling, aber ist ohne Peelingkörner. Also sehr interessant. Man muss die Maske 5 Minuten drauf lassen. Auf jeden Fall nicht länger, sonst wird dann eure Haut etwas gereizt. Also es wird dann ein bisschen rot. Deswegen genau 5 Minuten drauf lassen. Oder falls ihr empfindliche Haut habt, dann sogar ein bisschen weniger. Dann geht es weiter mit einem Reinigungsöl. Ich habe das mir geholt, damit ich mein Make-up damit entferne. Also das soll auch beim wasserfesten Make-up gut wirken, weil ich immer mein Gesicht dann meistens wasche. Also nicht meistens, eigentlich immer. Wenn ich dann mich schminke, dann mache ich es immer dann mit irgendeinem Reinigungsgel ab. Und dieses Reinigungsöl klingt halt besser, weil dann, ich denke, dann geht auch Mascara besser ab. Und ich mache das meistens so, dass ich erstmal mit einem Gesichtswasser sozusagen grob das Make-up entferne und dann nochmal dann intensiv mit einem Reinigungsgel wasche. Und diesmal habe ich halt was Neues, möchte ich was Neues ausprobieren, und zwar ein Reinigungsöl. Ja, und dazu habe ich mir noch so ein Cognac-Schwamm geholt. Ich habe das erste Mal gestern verwendet und ich bin wirklich sehr begeistert. Also man spürt, wie die Haut so schön weich ist. Also meine Haut war danach so schön weich, nachdem ich mein Gesicht mit diesem Cognac-Schwamm gereinigt habe. Und zwar ist dieser Cognac-Schwamm am Anfang sehr hart. Und zwar ist es in so einer Verpackung. Es ist dann richtig steinhart, deswegen muss man das erstmal 5 Minuten in einem warmen Wasser lassen. Dann kann man das verwenden, dann wird es schön weich und es riecht nach gar nichts eigentlich. Ja, kostet glaube ich um die 2,50 €. Davor habe ich immer das verwendet, also solche kleine Schwämmchen. Die sind meistens 2 Stück in der Verpackung. Da sind 2 Stück in der Verpackung drin und
kosten, glaube ich, 2 Euro. Und ich denke, das ist halt auf jeden Fall besser. Dann hat man auch am Ende so einen Massageeffekt. Und wie gesagt, die Haut fühlt sich sehr, sehr schön weich an. Und man spürt halt, dass die Haut wirklich gereinigt ist. Und dann habe ich mir noch hier so ein Gesichtspeeling-Massagepad geholt. Das habe ich jetzt nicht fürs Gesichtsreinigung geholt, sondern für die Pinsel, damit ich die Pinsel reinigen kann. Es gibt ja noch so ein speziell Pinselreiniger sozusagen, aber ich habe mir gedacht, ich hole mir das, weil viele reinigen auch Pinsel mit so einem Massagepad. Und dann habe ich hier noch so ein Föhnspray geholt. Ja, ich finde es auch sehr gut. Also es sollte Volumen verleihen. Das ist ein Föhnspray von Taf. Und man hat wirklich das Gefühl, dass man volles Haar hat. Die Haare fühlen sich wirklich voll an. Ich habe auch damit meine Haare geföhnt. Und ich bin auch zufrieden mit dem Spray. Ist eigentlich ganz normal, also jetzt nichts was Besonderes. Aber ich habe mir gedacht, ich hole mal, weil ich wollte unbedingt, dass ich mehr Volumen habe und dass man wirklich das Gefühl hat, dass man volles Haar hat. Weil ich mag das gar nicht, weil meine Haare sind sehr fein und ich habe immer das Gefühl, dass ich nur ein paar Härchen auf dem Kopf habe. Aber wenn man so ein Spray benutzt und dann die Haare föhnt, dann hat man wirklich das Gefühl, dass man volle Haare hat. Ja, dann geht's weiter mit einem Produkt von Essence, Eyebrow Gel, Color and Shape. Ich habe bis jetzt eigentlich immer Puder benutzt oder von, ich glaube, das war von P2, so ein Stift. Das ist so wie Gelstift, so ein wie ein Stift einfach. Wie soll ich es erklären? Ich habe euch schon mal das gezeigt, das ist so ein Stift mit, fühlt sich wie ein Filzstift an. Und ich bin eigentlich mit dem Produkt auch sehr zufrieden, aber ich wollte dann trotzdem mal so ein Gel ausprobieren. Ich habe das auch jetzt drauf auf meinen Augenbrauen. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht verwende ich dieses Produkt einfach falsch, aber ich hatte das Gefühl, der ist nicht so, ist ein bisschen hell, keine Ahnung. Also ich muss auf jeden Fall noch ein paar Mal das ausprobieren, aber ist auf jeden Fall sehr interessant und es füllt auch die Augenbrauen schön auf. Man muss halt einen geeigneten Pinsel haben, was ich nicht habe, deswegen konnte ich auch das Produkt jetzt nicht so gut testen. Naja, aber trotzdem werde ich dann demnächst das ausprobieren. Und dann habe ich hier noch einen ganz normalen Eyeliner-Pen von Essence geholt. Und jetzt kommen wir schon fast zum Ende. Ich habe noch hier einen Duschschaum von Balea. Es riecht sehr schön und ich finde, das fühlt sich so gut an. Also ich liebe diesen Schaum einfach. Es kostet 2 Euro und ist mit dem Duft von Tiareblüte und Kokosmilch. Ich würde auf jeden Fall jedem das empfehlen zu kaufen. Und vor allem, ich kann ja euch mal zeigen, wie das aussieht. Also das fühlt sich eigentlich wie ein Rasierschaum an. So sieht's aus. Tada! Oh, das riecht so gut. Da. Okay, ich gehe jetzt erstmal meine Hände waschen. So, ich bin wieder zurück. Ich habe jetzt meine Hände gewaschen und meine Hände riechen so gut. Oh, einfach wow. So, meine Lieben, jetzt kommen wir zu dem vorletzten Produkt und zwar ein Concealer von Maybelline Fit Me in der Farbe 20. Und ich finde, dass es gut deckt und ich habe jetzt letzte Zeiten schon dunkle Augenringe und das deckt wirklich sehr gut und es sieht eigentlich auch sehr natürlich aus. Jetzt kommen wir zu dem letzten Produkt, was ich immer wieder nachkaufe. Und zwar ist es ein Eyeshadow Base von Essence. Ich liebe es einfach.
Als Base ist es einfach perfekt und ich benutze es sogar manchmal als Concealer. Also wenn ich mal gar keine Zeit habe oder keine Lust habe, mich wirklich zu schminken, aber trotzdem noch frisch aussehen möchte, benutze ich das einfach als Concealer, also unter den Augen auch, und decke dann, wenn ich ein paar Pickelchen habe, dann damit ab. Und es sieht dann immer ganz gut aus, finde ich. Und ja, vielleicht probiert ihr es auch mal aus. Und ansonsten denke ich, habe ich alles in dem Video gezeigt. Ist jetzt kein super riesen DM-Haul, aber trotzdem ein Video wert sozusagen. So, das war's auch schon, meine Lieben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte, bitte nicht vergessen, hinterlasst mir einen Daumen hoch. Schreibt mir in den Kommentaren, wie ihr dieses Video findet und was ihr gerne in dem nächsten Video sehen wollt. Über Videovorschläge würde ich mich sehr, sehr freuen. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann bitte nicht vergessen, abonnieren. Und zwar könnt ihr gleich hier draufklicken. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!